Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist heute Herzklappenfehler und dazu haben wir einen Spezialisten und Experten eingeladen, Herrn Dr. Alexander Wirth. Herr Dr. Wirth ist Internist und Kardiologe, also Herzspezialist und ganz besonders befasst mit der Therapie von Herzklappenfehlern. Herr Dr. Wirth, eine Herzklappe, was braucht man eigentlich? Was ist das? Wozu braucht ein Mensch sowas? Ja, eine Herzklappe. Eine Herzklappe ist ein Ventil, die der Körper braucht. Und zwar fließt das Blut ja durch das Herz. Und die Herzklappen sind dafür da, dass das Blut nur in eine Richtung fließt. Also um eine effektive Herzarbeit zu ermöglichen. Also eine Flussrichtung zu erhalten. So ist es. Ja, richtig. Und diese Herzklappen sind wichtig, um die normalen Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Weil die Organe müssen dauerhaft mit Blut versorgt werden. Und wenn die Herzklappen das nicht leisten, dann bekommt der Körper ein Problem. Und diese Herzklappen, das heißt, sie öffnen und schließen sich, sind also Ventile. Und das passiert also am Tag so 100.000 Mal, würde ich dann so sagen. Also das ist ja richtig. Schon eine große Belastung richtig. Von diesen Herzklappen für ein Leben von 70, 80, 90 Jahren. Eine unglaubliche Leistung. So. Welche Fehler können sich dann einstellen? Herzklappen können auf verschiedene Arten erkranken. Und zwar kann eine Herzklappe im Laufe eines Lebens eng werden, verkalken, also nicht mehr richtig öffnen. Sie kann aber auch undicht werden. Wie viele Herzklappen gibt es? Das Herz ist ja unterteilt in eine rechte Hälfte und in eine linke Hälfte. Und jeweils in einer Hälfte hat es zwei Herzklappen. Und welche Klappen erkranken am häufigsten? Das sind hauptsächlich die Aortenklappe und die Mitralklappe. Das sind die Klappen des linken Herzens. Also die einer größeren Belastung unterliegen. Ganz genau. Im linken Herzen herrschen wesentlich höhere Druckwerte, Blutdruckwerte als im rechten Herzen. Und deshalb haben wir im linken Herzen auch häufiger Probleme an den Herzklappen als im rechten Herzen. Ist das dann immer ein Problem des Alters, des alternden Menschen oder gibt es das auch bei Jüngeren? Gibt es auch bei jüngeren Menschen. Es gibt sogar angeborene Herzklappenerkrankungen. Bei der Aortenklappe zum Beispiel ist die zweiflügelige statt der dreiflügeligen Aortenklappe die häufigste angeborene Herzklappenerkrankung bei Menschen. Und welche Beschwerden haben diese Menschen? Diese Menschen haben ganz häufig Luftnot, eine Einschränkung ihrer Leistungsfähigkeit. Und sie können aber darüber hinaus auch andere Symptome bekommen. Das sind zum Beispiel Herzrhythmusstörungen. Die Patienten können sogenannte Angina pectoris-Beschwerden bekommen. Das sind brustenge Schmerzen, wie sie zum Beispiel bei Patienten mit Herzinfarkt auch auftreten. Und sie können Schwindel- oder Ohnmachtsanfälle bekommen. Und können diese Herzklappenfehler, ich sag mal, tödlich sein? Ja, diese Herzklappenfehler führen, wenn sie nicht behandelt werden, können diese Herzklappenfehler auch ursächlich für das Absterben des Patienten sein. Wenn man jetzt die Symptome nochmal betrachtet, sind die Symptome, diese Beschwerden bei allen Herzklappenfehlern gleich oder gibt es Unterschiede zwischen Aortenklappenfehlern und Mitralklappenfehlern? Durchaus. Es gibt Gemeinsamkeiten, also zum Beispiel die Luftnot ist ein Symptom, was sowohl Patienten mit einem Mitralklappenfehler bekommen, als auch Patienten mit einem Aortenklappenfehler, wohingehend die Bewusstlosigkeit eher ein Symptom ist, was Patienten mit einer Verengung an der Aortenklappe bekommen. Was kann man jetzt tun? Was kann man bei diesen Patienten mit solchen Herzklappenfehlern machen? Helfen da bestimmte Lebensverhaltensweisen, Änderungen oder Medikamente? Oder muss man diese Klappen immer operieren? Nein, man muss diese Klappen nicht immer operieren. Das liegt daran, ob der Patient zusätzliche Erkrankungen hat, wie zum Beispiel eine Herzkranzgefäßverengung, ob er schon mal einen Herzinfarkt hatte, was manchmal im Zusammenhang mit einer Mitralundichtigkeit auftritt. Da gehört zuerst mal die Grunderkrankung behandelt, sprich das kranke Herz an sich, der kranke Muskel. Und in der Folge kann es dann aber vorkommen, dass man auch die Mitralklappe dann behandeln muss. Bei der Aortenklappe ist es so, dieser Klappenfehler, die Verengung an der Aortenklappe ist häufig ein Problem, was über die Jahre progredient, also
immer schlimmer werdend verläuft. Und da ist dann häufig ein Eingriff notwendig, ein Herzklappenersatz in diesem Fall. Der durch einen Chirurgen immer erfolgen muss oder auch durch den Kardiologen? Wir sind seit ungefähr 10 Jahren in der Lage, diese Katheter oder diese Eingriffe auch per Katheter zu machen. Und da ist also nicht immer der Chirurg gefragt. Also, das war eine spannende Darstellung. Vielen Dank, Herr Dr. Wirth. Ich denke, darüber müssen wir noch weiterreden, welche Therapieformen erfolgen können. Vielen Dank. Wir hoffen, wir haben Sie damit informiert und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.